Moin, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist wieder Daniel von WellBad und es wird wieder ein bisschen gekocht. Heute wird es ein bisschen festlicher. Wir kochen eine Art Festtagsmenü, falls alte Freunde und Bekannte vorbeischauen sollten, so wie zum Beispiel er hier oder er hier oder halt echte Menschen und Verwandte. Man kann es sich im Leben leider nicht immer aussuchen. Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl. Hauen wir rein! Es gibt Lampire State of Mind. Dazu brauchen wir natürlich frische Lammkrone, diverses Zubehör für die Kruste, Speck und Bohnen für die Beilage, Knoblauch, Sellerie und Kartoffeln für ein Sellerie-Kartoffelpüree, eine Trompete und ein Grabber für die Motivation, dass man auch am Ball bleibt. So, wir beginnen mit dem Fleisch. Es wird erstmal gesalzen, gepfeffert, von beiden Seiten, wie es sich gehört. Dann erhitzen wir ein bisschen Butter, pressen da Knoblauch rein und streichen das Ganze genüsslich auf das Fleisch. Das könnte dann so aussehen. Zur Belohnung kleines Schnäpschen. So, dann kommt das alles in den Ofen, so 20, 25 Minuten und noch einer. Kommen wir jetzt zu einer ganz besonderen Schönheit, nämlich der Parmesankruste. Dafür benötigen wir... Naja, logischerweise Parmesan, Senf, Honig, ein Ei, Butter und sogenannte Semmelbrösel. Und ein Schnäpschen, der kommt natürlich nicht in die Kruste, sondern in dich selbst. So, wir erhitzen die Butter, kleine Stückchen. Und pressen dann da Senf rein, Honig rein, Parmesan gerieben und das Paniermehl. Jetzt bleibt kurz Zeit für ein kleines Trompetenlick. Und zack ist das Fleisch auch schon fertig. Jetzt massieren wir die Parmesankrustensubstanz auf das Fleisch. Liebevoll, wie es sich gehört. Verdünnen ein bisschen Eigelb mit Wasser und bestreichen das dann nochmal damit. Und zwar für die ganz besondere Sexiness. So sieht's aus. Sie merken es schon, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein bisschen aufwendiger, dieses Gericht. Das Schwierigste allerdings ist, von A bis Z nüchtern zu bleiben beim Kochen. Da muss man sich echt ein bisschen zusammenreißen, ein bisschen konzentrieren und darf nicht... Halt, stopp, aus jetzt! Ja, so ist brav. Also wie gesagt, man muss sich ein bisschen zusammenreißen, man darf nicht zu viel sofort trinken und jetzt reicht's aber! Es wird nicht leicht, aber wir packen das. Da bin ich mir sicher. Nun kommen wir zum Beilagenalarm. Sellerie wird geschält, in kleine Stückchen gehackt. Wir nehmen drei Kartoffeln, auch schälen, mit in den Topf. Ein bisschen Salz ranhauen und erhitzen. Nun gehen wir die Böhnchen an, Seiten abschneiden, in den Topf erhitzen. Auch ein Schuss Salz. Ganz wichtig, ein kleiner Schluck Wein, damit man jetzt auch mal wieder runterkommt langsam. So, Speck wird ausgerollt, Bohnen werden reingewickelt und das geht dann ab in die Pfanne. Immer schön wenden, nicht dass was anbrennt, aber so lange drin lassen, bis so eine knusprige, krosse Sache da draußen entsteht. Die Kartoffeln und Sellerie sind durch, Milch rein, Butter rein, mit Salz ein bisschen abschmecken und dann stampfen. Jetzt sind so ungefähr 12 Minuten vergangen für die Kruste und am Ende sieht das so aus. Es war mal wieder sehr herrlich mit euch, meine Damen und Herren. Bitte habt noch einen schönen Tag und guten Appetit. Bis denn.